Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von mir. Und zwar heißt diese Serie Five Star. Und es ist eine FIFA 18 Serie. Und schon mal vorneweg werde ich euch jetzt erstmal die Regeln erklären von Five Star. Ist eine Anlehnung ja schon fast an Fatal. Wer Fatal nicht kennt, das ist eine Serie, wo sich YouTuber mit einem kompletten Silberteam hochbauen auf ein ziemliches Babo-Team, sage ich jetzt einfach mal. Und dann ein Turnier gespielt wird und der Letzte, der halt übrig ist, er hat das ganze Turnier gewonnen. Gut, und zwar werde ich euch jetzt erstmal die Regeln von Five Star erklären. Und zwar pro Tor, was wir machen mit einem ganz normalen Spieler, bekommen wir 300 Coins. Ein Tor mit einem 5-Star-Spieler, das heißt entweder 5 Sterne Skills oder 5 Sterne schwacher Fuß. Mit dem Spieler erhalten wir dann 500 Coins, wenn der ein Tor macht. Pro Gegentor werden uns 300 Coins abgezogen. Wenn wir einen Rage Quit erzielen in der ersten Halbzeit, gibt das 1000 Coins und in der zweiten Halbzeit 500 Coins. Und jetzt schon mal vorneweg, warum die Coinspreise ja so niedrig sind. Das liegt einfach daran, das ist FIFA 18, das hat gerade erst angefangen. Ich will die Serie ein bisschen laufen lassen und ich will nicht in der dritten Folge schon Ronaldo und Messi in meinem Team haben. Zudem das auch gar nicht geht, weil ich die Münzen dafür gar nicht habe. Aber naja. Wir spielen im Liga-Modus und es gibt pro Folge immer 2 Spiele. Die Coins aus den jeweiligen Spielen werden addiert. Am Ende der Folge können die Zuschauer, also ihr, entscheiden, welche Upgrades wir uns denn holen werden. Und zwar wird es dann immer so sein, ich werde 2 Upgrade-Paare oder Trio, oder keine Ahnung, was ist die Mehrzahl von Trios? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich dann Spielerpaare aufstellen, die wir mit den jeweiligen Münzen kaufen könnten. Und ihr könnt dann also abstimmen, wahrscheinlich wieder durch den Link in der Beschreibung, welches Spielerpaar bzw. welche Spieler wir uns kaufen sollen. Allerdings gibt es noch eine Spezialfunktion, die ich eingeführt habe, und zwar gibt es die Sparen-Funktion. Die bewirkt halt, falls euch Paar 1 und Paar 2 nicht zusagen, dann stimmt einfach für Sparen ab, sodass wir die Coins, die wir erspielt haben, in die nächste Episode mit hier hineinziehen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 3000 Coins in der ersten Folge jetzt erspielen und ihr sagt, nee, die Spielerpaare gefallen uns nicht so, ja, dann stimmt einfach für Sparen ab und dann nehmen wir die Coins in die nächste Folge und starten da mit 3000 Coins und können so unseren Coins-Stand wieder erweitern. Das heißt, Beispiel 3000 Coins, wir sammeln diese Folge 3000 Coins, ihr stimmt für Sparen ab und nächste Folge erspielen wir nochmal 2000 Coins, dann haben wir nächste Folge 5000 Coins zur Verfügung und können uns dadurch natürlich bessere Spieler leisten. Gut, wenn sparen dann Coins in nächster Episode, das habe ich gerade gesagt. Und natürlich brauchen wir für diese Serie, erstmal oben seht ihr knapp 30.000 Münzen, habe ich mir von meinem Hauptaccount nochmal rüber transferiert. Und Bilanz 000. Das heißt, ich habe hier auf dem Account noch nicht ein Spiel gemacht. Online-Saisons Liga 10 werden wir ja anfangen mit. Und so eine Serie braucht natürlich auch ein Team. Einfach ein Team überlegt, was nicht so scheiße ist. Das heißt, wir fangen nicht mit einem kompletten Bronze-Team an, weil ich damit nicht klarkomme. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal das Team in 3, 2, 1. Boom! Hier seht ihr das Team also. Ein komplettes Gold-Non-Rare-Team mit Calcio A. Und unser bestes Rating ist eine 77. Das sind unsere beiden Innenverteidiger. Aber jetzt müsstet ihr euch eigentlich denken, aber hey, da fehlt doch unser linker Stürmer. Nebenbei, wir spielen in einer 4-3-2-1-Formation.
Und ja, natürlich, angelehnt an Fatal, sage ich jetzt einfach mal, habe ich mir einen sehr besonderen Starspieler rausgepickt. Und dieser Starspieler ist kein geringerer als Stefan El Shaarawy in Form hier mit dem Hawk, weil ich ihn so gekauft hat. 83er Rating, einer der ersten Informs, die es in FIFA 18 gibt. Sogar relatives Schnäppchen, sage ich jetzt einmal. 38.500 Coins. Hat am 27.10. Geburtstag, nur wenige Tage nach mir. Und hier natürlich mit den 5 Sterne Skills. Das heißt, wenn wir mit ihm ein Tor machen, kriegen wir 500 Coins. Und ich würde sagen, wir mehren jetzt nicht mehr so lange rum, denn wir gehen rein ins erste Spiel von 5 Star. Los geht's. So Leute, Gegner ist gefunden. Er hat sein Team of the Week Trikot und wir nehmen unsere schwarzen Leicester Trikots hier. Erstes Spiel in Liga 10. Und wir schauen erstmal, was er für ein Team hat. Hat Marcelo Leihspieler? Und ein Bronzetor. Das wird auf jeden Fall lustig. Los geht's. Zudem sei eigentlich gesagt, ich bin gar nicht so der große Skiller, aber ich versuche es einfach trotzdem. Wenn mir das Konzept gut gefallen hat. Wir erstmal durchkommen hier. Das wird die Chance werden. El Shaarawy schickt Antonelli. Oh, der holt uns eine Ecke raus. Oh, Deckstoß. Die bringen wir rein und das mit der Faust kann er hier retten. Hält der Keeper. Erstaunlich. Zack. Komm. Jetzt die und da ist das 1:0 durch. Das ist El Shaarawy, das bringt auch schon. Egal. Macht ein paar Coins für uns. Kurze Distanz, kein Thema. Natürlich der Nachteil an dem Bronzekeeper. Und ich merke die ganze Zeit, dass ich mit dem Kunden rede. Aber er antwortet nicht. Aber es ist mir egal. Und da läuft Lorente. Der ist doch schnell. Der ist nicht schnell. Falls einer fragt, der ist nicht schnell. Versucht es gar nicht erst. Ich bin auch dumm, ey. Hä? Warte mal. Ist der jetzt wirklich AFK? So kann man auf jeden Fall mal starten. Vielleicht werden die Spielbüste spätestens jetzt wissen alle von diesem Transfer. Ist der jetzt wirklich AFK? Also es macht erstmal 500 Münzen für uns. Ich schreibe das ja nebenbei immer auf. Ah, Rage Quit erste Halbzeit. Nochmal 1000 für uns. Ja, nice. Macht im ersten Spiel 1300 Münzen, El Shaarawy mit dem Tor und Pellegrini mit einem Tor, die beiden Vereinskameraden. Und würde ich sagen, erste 3 Punkte für uns und wir sehen uns im nächsten Spiel. So Leute, nächster Gegner gefunden, wir nehmen wieder unsere schwarzen Leicester Trikots, er nimmt seine roten und jetzt werden wir erstmal sehen, was er für ein Team hat. Er hat einen Starter. Premier League Team mit Kawasele, Damian, Karius im Tor. Norden noch auf rechts. Ansonsten Bruno Ings und Long ist das, glaube ich. Und Krzyzewski noch im ZDM. Jedenfalls, zweites Spiel. Ja, weiter geht's. Ist der wirklich Zigaretten? Und das sollte eine Schusswunde sein. Ist aber egal. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Pellegrini! Und irgendwie hält er ihn! Eckstoß also! Ecke von. Ecke kommt. Ey, die heißen irgendwie alle mit Ini hinten dran. Nee, Marcelo. Haben wir hier. Na, ah, der passt, der muss früher kommen. Ah, wir haben auf jeden Fall schon mal Druck gemacht. Wer weiß auf jeden Fall schon mal, mit wem er es hier zu tun hat. Und zwar mit einem, der eigentlich gar nicht skillen kann, aber trotzdem irgendwie so eine Serie macht. Ah, ich habe einfach Bock drauf. Und das war nicht sehr gut verteidigt. Ohne jetzt, das war nicht gut verteidigt. Aber er ist sweaten. Er sweatet. Sweaty Pop hier. Okay, wenn er so spielt, dann kann er haben. Dann machen wir es auch so. Dann schick mal erstmal. El Shaarawy
Jetzt vielleicht. Ja, mit dem Spin jetzt und der schießt und Karius ist wieder da. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da war auch nicht wirklich platziert geschossen, aber die Ecke kommt. Und die Latenz ist wieder on point hier. Ah, der Schiri, das war doch kein Foul. Meine Fresse. Und wir haben schon wieder den Bug, dass, dass bei mir unten die Anzeige nicht angezeigt war. Auf jeden Fall, wir haben wieder einen Ball. Da ist El-Shaarawy. Er schickt seinen Kollegen nicht durch. Das ist einfach zu langsam. Jetzt müssen wir endlich mal hier wieder einen ordentlichen Angriff. Mensch, das gibt's doch nicht. Wir stehen hinten gut, kommen aber nicht über die Mittellinie. Fällt mir nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Aber da ist El-Shaarawy, da ist El-Shaarawy. Und El-Shaarawy. Nein! Warum hat er nur noch zwei Sterne Scharfschuss? Den muss er eigentlich machen, schon mit dem ersten hier. El-Shaarawy in Form, der kann sowas. Aber warum macht das nicht? Ohne Witz, wer klingelt denn hier? Was passiert? Und den müssen wir jetzt abfangen. Ja, für den Postboden. Ah, wir kommen nicht über die Mittellinie, ey. Komm, jetzt hier, müssen wir doch mal. Komm da jetzt. Und da läuft er. Paloschi. Mann, er lässt sich aber wieder ewig Zeit. Gibt's doch nicht. Muss schon längst mindestens 2-0 eigentlich stehen müssen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Vielleicht die Chance. Ey, mit so einer Grätsche kriegt er mich wieder. Komm, schieß! Mann, Karius! Halbzeit 0-0. Wir eindeutig überlegen, ne? Sollte man eigentlich sehen. Aber wir machen eben vorne die Tore nicht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sinclair geht ab und denkt, wir können nicht stoppen, aber unser Torwart hat die Flanke. Und wir haben den Schuss. Früh wird er jetzt gestört. Komm, jetzt muss er doch mal laufen. Jetzt. Oh nein, Paul. Ich meine Karte hier. Meine Karte. Wechseln können wir auch nicht. Wir haben nur Bronze-Spieler auf der Bahn. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Was passiert? Hallo? Rage Quit? Was? Okay, das rechne ich jetzt. Ich rechne das jetzt einfach mal mit Rage Quit zweiter Hälfte, das heißt, wir kriegen 500 Coins obendrauf. Ja gut. Rage Quit zweiter Hälfte, das heißt, wir stehen jetzt bei 0 minus und 2300 Coins. Und ich würde sagen, ich schaue jetzt mal nach, welche Spieler wir uns denn leisten können. So, meine Freunde, ich habe mir jetzt zwei Spieler, ja, Paare ausgesucht, unter denen ihr auswählen könnt. Und Paar Nummer 1 bildet der gute Consigli mit dem Defrel. Beides sehr solide Karten, vor allem von Anfang. Vor allem ein Defrel mit seinem Tempo könnte uns einigermaßen weiterhelfen. Paar 2 bildet ein Perfect Link, und zwar zwischen Tonelli und Jorginho. Ebenfalls zwei absolut solide Karten für den Anfang. Also hat mich richtig gefreut, dass wir uns die halt leisten konnten. Oder ihr wählt einfach die Option sparen und wir nehmen die 2300 Coins mit in die nächste Episode und schauen, was wir dort so erspielen können. Das war's erstmal für die erste Folge von 5 Star. Habt noch einen traumhaften Tag. Tschüss und auf Wiedersehen.